Hallo meine Lieben, willkommen zurück zu Binding of Isaac Afterbirth. Ich begrüße euch einmal mehr zu einer weiteren Challenge, die ich heute anpacken und angehen möchte. Ja, ich dachte mir, ich werde es in Zukunft immer so handhaben, dass ich zwei, drei Challenges versuche, dann oder wieder mal einen Greed-Mode-Run einstreue, dann wieder mal einen ganz normalen, regulären Lauf, um einfach das Ganze ein bisschen abwechslungsreicher und beziehungsweise ein bisschen aufzulockern. Heute möchte ich mich eben, wie gesagt, nochmal an einer Challenge versuchen, nachdem wir gestern, also für mich gestern, ich weiß nicht, ob ich das heute noch hochlade oder hochgeladen bekomme, haben wir hier Solar System geschafft mit sehr, 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 sehr viel Glück. Und vorgestern war, was war das? Ach, Onan Streak, ja, das hat nicht so geklappt. Von daher, ich mach's wie immer, ich schließe meine Augen, ich lasse den Pfeil laufen und irgendwann mache ich Stopp und dann gucke ich mal, was das denn sein möge. In diesem Sinne, Augen zu und heute lasse ich mal nach unten laufen, genau, nicht nach oben. So, okay, Augen sind zu. Ja, wie gesagt, so ein leicht akustisches Feedback wäre hier echt schön, wobei andererseits würde es mir eh nichts bringen. Ich habe ja trotzdem keine Ahnung, wo der Pfeil sich gerade befindet. Und ja, ich denke, das läuft jetzt auch schon lang genug, oder? Ich habe keine Ahnung, wie viele Challenges? 30? 28? Na gut, ich mache jetzt Stopp, mache jetzt die Augen auf. Have a heart. Keine Ahnung. Wir gucken mal, ich sag mir gerade gar nichts. Oh no. Oh no. Oh no, no, no. Oh, oh Gott, das Ding. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon abgeschlossen habe, privat. Also es ist, wenn ich mich recht entsinne, ist es so, dass es im ganzen Run keine Herzen gibt. Es sei denn, ich glaube, Yamhart, von dieser Gegenstand von Maggie, wenn man den findet, den kann man benutzen. Da kriegt man dann ein Herz, aber ansonsten, wann immer auch ein Herz fallen würde, fallen hier, glaube ich, dafür zwei Münzen. Und wir haben Charm of the Vampire, glaube ich, haben wir. Genau. Das heißt, wenn wir, weiß nicht, zwei, drei Gegner töten, oder vier oder fünf, dann kriegen wir ein halbes Herz, aber das war's dann auch. Ja, ein Traum. Das ist richtig gut. Das heißt, wir haben jetzt nur ein Herz. Es guckt ja. Also wir haben alle Herzcontainer. Wir können auch keine blauen auf. Es gibt auch gar keine blauen, glaube ich. Dead Eye. Hm, hatten wir schon mal. Bringt mir aber mit Isaac, glaube ich, eher weniger. Nein, nein, jetzt habe ich meinen Schlüssel. Das fängt ja schon gut an. Jetzt habe ich meinen Schlüssel vergeudet. Mist. Na gut, aber der könnte mir doch was bringen, der Gegenstand. Zumindest innerhalb eines Raumes. Ganz vorsichtig. Ganz vorsichtig. Ungefähr so vorsichtig wie mit dem... Ach stimmt, das funktioniert nur, wenn wir in Folge treffen. Ja, das wird eher weniger passieren. So vorsichtig, wie wir mit dem Schlüssel umgegangen sind. Oh, no, 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 no. Geh weg, geht alle weg. Boah, wie viele muss man denn töten für Charm of the Vampire? Ich habe immer noch kein Herz dazu bekommen. Ja, da hätte jetzt zum Beispiel ein Herz liegen können. So war es halt eine Münze. Man hätte auch eine Münze sein können. Ach, egal. Ah, das geht nicht gut. Das wird nicht gut ausgehen. Nein, 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 Jesus! Ausweich, Ausweichmanöver. Oh nein, ich bin getroffen. Ich wurde getroffen. Und ich krieg Charm of the Vampire nicht geladen. Oh Gott. Warum? Warum tue ich mir das überhaupt an? Weil es trotzdem Spaß macht. Und weil es eben auch eine Herausforderung ist, keine Frage. Auch hier gilt wieder drei Versuche, es sei denn der erste da, aber das sieht jetzt nicht danach. Oh, Moment mal. Das wäre Hammer, wenn das... Ja, kein Scheiß, das gilt tatsächlich. Ist das geil? Ja, dann, jetzt kommt Charm of the Vampire. Ja gut, damit haben sich die Vorzeichen jetzt drastisch verbessert. Ey, wie viel Glück muss man denn haben? Ich gebe es ja auch zu. Also, ich hatte schon unzählige Runs... jeglich ohne diesen Regenbogenscheißhaufen, der eben dein ganzes Leben auffüllt. Und dann habe ich den hier in der ersten Ebene bei einer Challenge, mit der es besser gar nicht... Also, ne. Ich bin unglaublich fasziniert und wahnsinnig dankbar. Weil, wie gesagt, also ohne das Ding wäre die Challenge... ich bin verletzt worden. Ja, ich glaube, jetzt wäre es schon vorbei. Ne, ich hätte noch ein halbes Herz, weil ja Charm of the Vampire... Na, was? Ach, die Fliege. What the fuck? Ah, fuck you! No! Eine Scheißfliege, ey!
Nur weil die da so einen Special-Scheißhaufen hatte. Ja, jetzt bin ich zu übermütig geworden. Von wegen, ach, ich habe volles Leben und ne? Bleib fokussiert. Okay, Speed und Shot Speed up. Ist schon mal gut. Okay. Ja, jetzt werden wir wahrscheinlich einiges an Geld finden unter den Scheißhaufen. Weil Herz geht ja nicht. Aber Geld nehme ich natürlich auch. Der nächste Shop kommt bestimmt. Sollten wir mal wieder einen Schlüssel finden, den ich ja grandios gleich mal in der ersten Ebene verbraten habe. Na gut. Wie weit geht die Challenge eigentlich? Muss ich jetzt gleich mal gucken. Danke, Zenobia, an dieser Stelle. Ach, bis Mom's Heart. Okay. Denke ich mal. Hier wäre whatever. Bibliothek oder so. Keine Ahnung. Komm schon. Komm. Okay, gut. Alles gut. Vielleicht finden wir nochmal so einen Scheiß. Ach, Charm of the Vampire. Habe ich wieder ein halbes... Ah, guck mal. Ja, genau. Also hier unter den Dingern wäre tatsächlich jetzt ein Herz gelegen. Auch hier. Also überall, wo zwei Münzen rauskommen, dann hatte ich das tatsächlich noch richtig in Erinnerung. Bin erstaunt. Ist doch schon eine ganze Weile her. Ich glaube, ich habe die privat doch auch schon. Ich bin mir nicht mehr... Alter. Ja, Geld und so. Geldprobleme haben wir nicht. Ausnahmsweise mal. So. Oh. Moment. Okay, jetzt wenigstens die eine mal weg. Okay, die zweite ist auch weg. Gut. Also nur weil ich jetzt volles Leben habe, will ich natürlich jetzt nicht ständig irgendwie Schaden nehmen. Das ist nicht Sinn und Zweck der Sache. Logischerweise. Ups. ja, Schlüssel wäre natürlich jetzt absolut top, ne? Wow, 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 wow. Wenn man sieht, dass es hier den Itemraum hat. Wie schnell der Effekt von Dead Eye auch wieder weg ist, wenn man nicht trifft. Aber gut, es soll ja auch belohnt werden, das Treffen. Und da bin ich nicht so bewandert drin. Ich bin ja echt so ein Typ von wegen, ja, ich schieße halt im Raum rum wie ein Bescheuerter, irgendwas treffe ich schon. Meistens funktioniert es ja auch so ein bisschen, aber in dem Fall mit so einem Item, das mich belohnen würde fürs dauernde Treffen, da wäre auch ein Herz gewesen. Betonung auf wäre, aber da war ein Schlüssel, sehr schön. Nee, das ist Double Wizard, da schieße ich so komisch diagonal. Nee, das nehme ich nicht. Das nehme ich jetzt ganz, ganz bewusst und aus Prinzip einfach mal nicht. Okay, wir haben unsere Herzen fast wieder aufgefüllt. Das ist sehr, sehr schön. Oh, das ging jetzt eigentlich auch ganz fix. Da ist noch ein Raum unten. Ist okay. Oh nein, erstmal, ich wollte gerade noch sagen, erstmal den grünen weg. Alright, gut. Ach, Schlüssel, ja. Stimmt, wir hatten ja nur einen. Ah, aber da liegt... Habe ich eine Bombe? Ja, Bombe habe ich. Ah, what the fuck? Das waren jetzt dann doch zu viele. Wow, wow, wow. Ah, und es fällt sogar einer. Das ist gut. Ich werde trotzdem beide Schlüssel raussprengen. Oh. Oh, okay. Ja, also wie gesagt, Geldprobleme haben wir nicht. Moment, wo ist... Ich wollte gerade sagen, da fehlt mir noch ein Schlüssel. Denn jetzt werde ich sowohl in den Shop als auch in diesen anderen zwei Schlüsselraum gehen. Was angeblich kein Würfelraum sein kann. Zenobia, du meintest ja, die werden schon vorher auf der Karte angezeigt. Ist mir nie aufgefallen. Hier die Dinger. Dann schauen wir mal, was es ist. Ja. Okay. Ach, wenn es im echten Leben auch so wäre, oder? Haustiere aufsperren. Geld liegt auf dem Boden rum. Das wäre doch... Das wäre doch mal super. 81 Münzen in der zweiten Ebene. Mhm. So. Ja, gut. Blaues Herz bringt uns nichts. Können wir, glaube ich, auch gar nicht aufnehmen. Nee, das können wir gar nicht aufnehmen. Und hier wäre... Guck mal, selbst hier, da wäre eigentlich rotes Herz sind einfach nur zwei Münzen. Das heißt, ich könnte jetzt zwei Münzen für 5 Cent kaufen. Mhm.
There are even more options. Ich weiß bis heute nicht, was der Gegenstand macht, aber wir haben sie ja. Was macht die Karte? Jani, ja, passt schon. Lemon Party. Oh, na gut. Okay. Dann gehen wir jetzt mal zum Boss, würde ich sagen. Okay. Gut. Ja, wie gesagt, muss ich jetzt auch zugeben, also dieser Regenbogen-Scheißhaufen hat natürlich jetzt sehr viel Spannung aus, also sehr viel Intensität aus dieser Challenge genommen. Aber muss auch erstmal zu Ende gespielt werden, ne? Ist wie beim Fußball. Au! Moment, den Vergleich habe ich heute schon mal gebracht bei Dead Synchronicity, glaube ich. Dass hinterher niemand mehr fragt, wie es funktioniert hat. Hauptsache, es hat funktioniert. Tears up. Okay. Gut. Nehme ich. Passt. Ab in die nächste Ebene. Ah, flooded caves. Mag ich gar nicht. Und Curse of the Maze. Na schön. Das auch noch. What? Au! nicht jetzt hier die ganze Gesundheit wieder wegschütten und verbraten, die ich schon hatte aufgrund des Regenbogenhaufens. Oh. Ah, ja, ich hasse es. Dann noch ausweichen. Links, rechts, kein Platz. Oh, fuck it. Oh, fuck. No. Leave me alone. Das war auch sehr knapp. Ah, wie ich das hasse. Dann bleib wieder da und dort hängen, ey. Das ist doch zum Kotzen. Jetzt bleib doch mal irgendwo hier. Danke. Wo ist denn die... Ich wollte gerade sagen, eine weiße müssen noch haben. So, haben wir es jetzt. Mein Gott, wie viel Leben ich da jetzt verloren habe. Also generell jetzt schon in dieser Ebene. Furchtbar. Okay, wenigstens ein Schlüssel, dann können wir gleich mal in den Item rum. HP up? Ach, gibt's, geht ja gar nicht. Die Maske lässt immer wieder mal, wenn wir Schaden nehmen, lässt ein blaues Herz fallen. Bringt mir in dem Sinne überhaupt nichts. Und was das macht, Spider Love. Bursting, ich hab keine Ahnung. Wir kriegen sicher irgendwie Spinnen, wenn wir Schaden machen, Schaden nehmen. Ich hab keine Ahnung. Wahrscheinlich zweiteres, sonst hätten wir jetzt schon eine Spinne. Oh gut. Okay. Für, na doch, gilt für Feuer auch, sehe ich gerade. Interessant. Also wir müssen einfach, ist ungefähr wie bei Judas, bei dieser Challenge, wir müssen halt irgendwas treffen. Damit der Effekt dann auch eintritt. Hatte ich nicht bei Judas auch diesen Gegenstand? Dead Eye? Ich glaube schon. Ich glaube schon. Okay, jeder Raum ohne Gegner ist ein guter Raum. Wow. Leute, ey, ganz, ganz sachte hier, ne? Nicht drüber spucken. Das macht man nicht. Man spuckt nicht in den Nachbarsgarten. Ah, Moment mal, eigentlich kann ich. Nee, kann ich nicht. Ich kann die ja nicht schieben. Ah, jetzt. Natürlich, jetzt furzt einer rum und alle werden in die falsche Richtung geschickt. Okay, Charm of the Vampire hat wieder zugeschlagen. Death ist eine gute Karte. Die lassen wir gleich mal drin. Hier könnte theoretisch. Und auch praktisch. Super. Der Geheimraum sein. Immerhin zwei Bomben wieder. Naja. Hätte besser sein können. Okay. Haben wir einen Schlüssel? Ah, wir haben keinen Schlüssel. No. Oh no. Okay. Oh, diese Löcher im Boden, ey. Das nervt so derart. Oh Gott. Okay, haben wir es? Ja, wir haben es. Und noch mehr Kohle. Jawoll. Und keinen Schlüssel. Juhu. Ich sehe die nicht. Ich sehe die Löcher da am Boden nicht. Ich hasse diese Version von den Caves. Ich hasse sie. Dankeschön. Aber Spiel, du hast ja echt... du hast manchmal echt einen Einsinn mit mir. No.
Oh, gleich noch einer. Okay, einer hätte zwar gereicht, aber für die nächste Ebene brauchen wir auch... Was? Ach, ja, Curse of the Man. Ne, nicht schon wieder das, die Scheiße jetzt hier mit ständig woanders hin teleportiert zu werden. Das Fliegenglas. Eigentlich kann ich beide nehmen. Ach nee, das ist nicht das Fliegenglas. Das ist, ach. Damit könnten wir Herzen speichern, Rote. Ja, wenn denn Herzen überhaupt fallen könnten. Das war der beschissenste Kauf ever. Na gut, der Kompass, der ist ganz okay. Scheiße, ey. Und den Schlüssel nehme ich auch noch. Und die Karte nehme ich auch noch. Empress oder... Ja, ich nehme lieber Death. Oh Mann, der Gegenstand war, der war sowas von für die Katz. Ich kann ja keine Herzen auf Vorrat speichern. Das geht nicht in der Challenge. Ich dachte, es wäre das Fliegenglas, wo man die Fliegen speichern kann. Naja. Offenbar ist das nicht. Shit. Oh, Moment mal, ich habe ja... Das hat aber jetzt nicht wirklich viel Schaden gemacht, wenn ich das mal so festhalten darf. Ach, dieses Rumgehüpfe, das müsste auch nicht sein, Kollege. Jetzt stehen auch noch die eigenen Augen, also seine Augen im Weg. Haut ab. Haut! Fuck you! Okay. Und ich habe gerade festgestellt, Charm of the Vampire ist wohl nicht so, wenn man nur Gegner tötet, sondern einfach, wenn man trifft. Weil ich glaube, da lebt er dann noch. Also, Piep. Ja, bisschen mehr Schaden. Schadet nie. Ab in die nächste Ebene. Ja, und natürlich gleich die zweite Variante auch. Als und noch Curse of... What I, oh, echt jetzt? Seriously? Du hast mir jetzt auch noch gefehlt, du kleiner Mistkerl, du. Ja, okay, gut. Das hat schon mal ganz gut funktioniert. Jetzt bitte nochmal in der Form so ein bisschen und dann... Okay. Ja, ist immer noch ein besserer Gegenstand. Aber der Sun würde die Karte aufdecken und mich und heilt mich total. Okay, das ist natürlich ein wahnsinnig guter Gegenstand. Eine wahnsinnig gute Karte. Eigentlich die beste, die man bei der Challenge wahrscheinlich haben kann. Au. Au! Wenn man schon so bescheuert ist und ständig Leben verliert, ne? Dann muss eben die Karte es richten. Und das macht sie auch. Wie gesagt, die Karte ist eigentlich ein wahnsinnig toller Gegenstand. Oh, okay, gut. Die hatte ich gar nicht mehr gedacht. Dass es die noch gibt. Okay, gut. Ich werde jetzt hier auch... Oh Gott. Natürlich. Ich könnte sie zwar auch verwenden, um hier den ganzen Raum zu... Weil die Karte tötet auch alle Gegner im Raum. Also zumindest bei den kleineren. Ich glaube, bei Bossen funktioniert es natürlich nicht. Aber es wäre jetzt natürlich wahnsinniger Schwachsinn, die Karte für so einen Raum zu benutzen. Ah, okay, jetzt weiß ich wenigstens, was dieses Even More Options macht, was wir da gekauft haben. Da hat man in jedem Itemraum dann die Auswahl, also hier zwei Dinger. Das ist natürlich cool. Der Gegenstand, was war das nochmal? Ach nein, der andere verschwindet ja. Daran hatte ich jetzt nicht mehr gedacht. Was war denn das nochmal hier? Oh Gott. Ja, nee. Wir bleiben bei Schubdabub. Besser ist es. Okay, wir haben den Itemraum. Das heißt, ich kann jetzt theoretisch schon in den Bossraum, wenn ich ihn denn finde. Klar, wenn mir jetzt der Shopping nur noch über den Weg läuft, nehme ich ihn auch mit. Aber ansonsten, sobald ich den Bossraum sehe, gehe ich rein. Weil ich hasse es, wenn ich die Karte einfach nicht sehe und nicht weiß, wo ich bin, wo ich hin muss. Ist einfach nur nervig. Nach unten, glaube ich, waren wir noch nicht. Genau. Oh, no. Ich bin gerade sehr überrascht, dass die keine... Warum schießen die keine... Normalerweise laufen die total schnell auf dich zu und verschießen Tränen, aber irgendwie... Die wollten wohl nicht. Oh. Suboptimales Layout. Okay. Nein, 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 hör auf. Aber wenigstens bist du keine blaue Variante, die komischen Würmer da spawnt. Bäh.
Ja, wie eben zum Beispiel hier. Ja, gleich zwei. Ist klar. Oh. Two of hearts. Ein Moment mal, das hätte die Karte. Oh, funktioniert dann Sun überhaupt? Weil die Karte Two of Hearts hat mir jetzt keine Herzen. Was für ein komischer Eingang. Die hat mir jetzt keine. Zwei Herzen gegeben. Deshalb frage ich mich gerade, ob das Sun überhaupt wirken würde. Wir werden es vielleicht irgendwann rausfinden. Ich gehe da jetzt rein. Ich habe zwar nur zwei Schlüssel. Danke. Super. Nein! Das hätte ich effektiver nutzen sollen. Hatte mich aber verdrückt beim ersten Mal. Ich wollte nämlich nur sagen, wenn hier schon 1000 Batterien liegen, dann kann ich Schubdabub auch mal einsetzen. Außerdem, das dauert ja eigentlich nur zwei Räume, um das aufzuladen. Von daher. Habe ich noch einen Schlüssel? Nein, ich habe keinen Schlüssel mehr. Schade. Ah, okay. Ja gut, dann hat sich ja eigentlich ein Shop auch erledigt, ne? Oh Gott, wo bin ich denn eigentlich? Ja. Hä? Moment. Ach, das ist ein großer Raum quasi, okay. Naja, dann doch eher weiter nach unten, oder? Ne, hier nach rechts. Da waren wir noch nicht. Genau, okay. Ja, das war etwas knapp, würde ich sagen. Okay. Hä? Ach, das ist ein großer. Ich dachte schon, warum öffnet sich der Raum nicht? Also die Türen, aber ja klar. Großer Raum und so. Okay, jetzt aber. Dann geht's wohl hier rund. Oh, und nochmal. Oh. Au. Nee. Hau ab. Bleib mir vom Leib. Nee, nix. Oh Mann. Puh. Okay. Ach, ich hätte ja Schubdebu. Ich vergesse immer, wenn ich so einen Gegenstand habe. Ja, das bringt nämlich schon was. Schlüssel habe ich keinen, schade. Da ist ein Tinted Rock, vielleicht ist da einer drunter. Also wahrscheinlich ein blaues Herz, das mir nichts bringt, aber... es hätte ja auch ein Schlüssel sein können, wollte ich noch sagen. Okay, dann nicht. Dann muss ich halt mal einen Shop auslassen. Hörst du auf? Hörst du auf? Ah, das ging fix. Speed und Rain. Ach Gott, wir sind ja so schon. Na gut. Das darf doch nicht wahr sein. Katzenkopf. Fliegen und so. Kann ich es mir echt erlauben? Vor allem der zweite der Begleiter hier, der wäre auch super. Den mag ich total gerne. Komm, ich nehme dich mit. Ich nehme dich mit und den Katzenkopf. Ach, die Fliegen. Die hatten wir schon so oft. Außerdem habe ich jetzt einen Begleiter, der eine Fliege immer wieder schießt. Okay, gut. Dann würde ich sagen, in die nächste Ebene hoffentlich wieder ohne Fluch, beziehungsweise ohne Kartenfluch, damit ich die wieder sehe. Ja, sehr schön. Ach ja, stimmt. Und durch den Kompass wird mir auch die Position zumindest angezeigt. Oh dear. Houston! Wee! Okay. Alles noch gut. Geht noch? Okay. Phew. Wait. What? Ach, das ist sogar eine Sackgasse. Boah, und wie viele Steine und Dingens hier im Weg liegen. Okay. Ach, ich werde ange... Ich dachte gerade, was ist denn da los? Moment, ich muss aber, glaube ich, nach unten. Och. Wow, Mom. Lass das. Zu dir kommen wir noch früh genug. Ach Moment, warum gehe ich jetzt eigentlich schon Richtung Itemraum, wenn ich nicht mal einen Schlüssel habe? Fällt mir gerade ein. Okay. Nein! Hörst du auf mit dem Scheiß! Ja, so ist gut. Komm, Schlüssel. Nein. Münzen, natürlich. I need key! Schade. Aber gut, ein paar Möglichkeiten haben wir ja noch. Oh, hallo, Bettler. Zu dir komme ich jetzt. Jetzt werde ich mal
Hier, kannst du gleich ein Festessen kaufen mit der ganzen Kohle, die ich dir gebe. Komm schon. Ja, das wäre eigentlich ein Herz gewesen. So sind es halt 2 Münzen. Dankeschön. Oh, danke, 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 danke. Das war natürlich ein sehr, sehr geiles Item. Der goldene Schlüssel. Jetzt noch ein normaler, aber ich will auch einen Gegenstand. Komm, also ich will ein HP up oder so. Komm. Na, ja, ist schön. Ist gut. Dankeschön, aber wie gesagt, hier, damit du dann abhaust. Jetzt. Oh. Schauen wir mal. Ach, Treasure Map. Okay. Jetzt wird, werden die Geheimräume angezeigt da, oder? Nee. Hä? Sollte das nicht so sein? Hm. Komisch. Ich dachte eigentlich... whatever. Bin gerade ein bisschen ver... ja, super, das ist natürlich jetzt... ene mene mu und so, ne? Und raus bist... du. Nein, ey, ich wollte das andere... Oh, wobei, GameKit, ich glaube, da werden wir zu Pac-Man und fressen uns so durch die Welt. Für eine Weile, aber das braucht halt... Eigentlich will ich da sogar bei Shoop the Whoop bleiben, weil es nur 2 Räume braucht, um aufzuladen. Das heißt, nach einem Raum, wenn ich es benutzt habe, ist es im Grunde schon wieder einsatzbereit. Ich hasse es, wenn ich nicht sehe, was die Gegenstände machen. Ich meine, hier, ne, ist logisch. Das, ah, da sehe ich es ja. Okay. Aber ich glaube, ich nehme auch gar nicht so viel Schaden, ne? Also, weil ich ja gemeint habe, hier mit dem Regenbogenscheißhaufen ist die Challenge halt geil. Aber ich glaube auch so... Ich nehme jetzt nicht so viel Schaden bislang. Also überwiegend dann an dem Schaden liegt, den ich mache mit Dead Eye. Muss ich auch zugeben. Ach, da ist ein Miniboss drin. Ach komm, geh mal rein. Oh. Ah ja. Pride. Ja, ja. Tschüss. Strength ist gut, aber Sun ist besser. Wenn sie denn funktioniert. Das weiß ich ja, wie gesagt. Oh no. Immer noch nicht. Okay. Ja, das kann jetzt auch sonst was sein, aber ich nehme ihn trotzdem. Blue Map! Ach, das war das mit Secrets. Okay, alles gut. Ja, sehr schön. Das ist natürlich sehr schön. Dann, ach, die Bomben. Ich habe genug Bomben, sehe ich gerade. Nee, nee, dann nehme ich die nicht. Pille? Haha! Health up! Ein Traum. Läuft eigentlich richtig, richtig gut. Boah, wenn ich... ich glaube schon, also privat... Ich bin mir jetzt echt nicht sicher, ob ich die privat schon habe, die Challenge. Aber wenn ja, dann war das echt ein Pain in the Ass. Also ich glaube, da saß ich sehr, sehr lange an der Challenge, wenn ich sie, wie gesagt, überhaupt habe. Ich bin mir jetzt da gar nicht sicher. Kann ich nach dem Run mal gucken? Da sehe ich es dann, ja. Ich glaube, ich habe eigentlich... Hab ich, ne, alle Challenges habe ich, glaube ich, noch nicht... Aber sehr, sehr viele. Also auf dem privaten vor allem. Dem privaten Spielstand. Ja, die Spinne hatte mir gerade ein bisschen Sorgen gemacht. Geh weg. Okay, gut. Oh, Speeder. Eieieiei. Ja, jetzt wird es langsam echt ein bisschen zu schnell. Ja, ich gehe jetzt nur hier hoch, weil ich den, Geheimraum auch möchte noch. Ach, Mann, stimmt. Bringt mir ja nichts. Kann ich ja nicht aufnehmen. Ach, so gesehen hätte ich das Health-Up gar nicht, ja. Wenn ich das Health-Up jetzt nicht gehabt hätte, dann hätte ich es sogar, ne? Au! Okay, das war doof. Das war von wegen, so viel Schaden nehme ich ja gar nicht, ne? Ich wollte gerade sagen, ich habe doch Schub. Ich vergesse die ganze Zeit auf Schub der Whoop. Ja, Moment, das war jetzt HP Up, das bringt mir eigentlich sehr wenig, denn ich hatte ja schon alle Herzcontainer. Schade. Aber gut, nicht so schlimm. Auf zu... Oh, mein Kaffee ist völlig kalt geworden. Ein Skandal. Ich mag doch keinen Kaffee. Ja, angeblich macht kalter Kaffee ja hübsch, aber da ist bei mir ja Hopfen alles verloren. So, in den, ach so, nee, bringt mir nichts. In den Arcade Room gehe ich jetzt mal nicht, weil was will ich dort? Ich meine, ich kann mal reingucken. Nö, das ist der falsche. Also wenn, es gibt ja auch die Form oder die Variante mit den 3 Bettlern. Da wäre ich jetzt mal kurz stehen geblieben, aber in der Form, nope. Brauche ich nicht.
Au, okay, das war dumm. Wie schon häufiger. Ja, das war knapp. Ah, okay, die haben sich gerade selbst, ja. Finde ich gut. Nein, ah, hallo. Jetzt mal wieder ein bisschen hier mit Vorsicht und Bedacht spielen, ne? Nicht mehr... Ist aber auch ein gemeines Layout. Muss man auch mal so... Ne? Oh Gott. Puh. So, jetzt... Nein, 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 nein. Komm, jetzt... Geh weg. Ach, danke. So, hier Geheimraum. Hm. Hm, super. Merci. Dankeschön. Ohne den hätte es mal gar nicht funktioniert jetzt. Ach, und ich vergesse schon wieder. Hier, ja, genau. Damit macht man sich das Leben so viel einfacher. Ich verstehe auch nicht, warum der Gegenstand so gehasst wird. Also, was heißt gehasst, aber wird halt so... Ich habe ja auch schon mal gesagt, nee, Schub. Okay, Leute, Leute, Leute. Wir müssen das irgendwie anders handhaben. Ihr nervt mich gerade ein bisschen hier. Scheiße. Also, was heißt scheiße? Ist ja gut, dass er weg ist, aber ich glaube, den hat mir mein... Ja, mein Begleiter... kaputt gemacht, aber ist auch gut so. Komm, dann mach weiter. Danke. Was ich sagen wollte, also, ich finde... Nein! Oh Gott. Ja, wenigstens nicht zum... Ey! Ist jetzt gut? Ist jetzt gut? Nein. Hörst du auf? Hörst du auf! Hallo, mein Leben! Es schwindet! Verdammter Greed! Du Arschgeige! Ja, ich muss mir unbedingt, The Sun wiederholen. Keine Frage, sonst wird das nix. Ah, ah ja, Big Beautiful Fly. Oh ja. Ja, genau. Oh ja, schön. Schön, schön, schön. Moment, wo waren jetzt... Ach, die war da ganz oben. Oh, shit. Nein, ich hänge... Oh Gott. Okay, irgendwas ist gerade explodiert. Ist mir gerade egal, was das war. Gott sei Dank sind es nicht die Laserstrahlen-Typen, die gibt's ja auch, ne? Und die sind richtig, ne? Boah, danke, Rotten Baby, du hast mir, glaube ich, gerade... Da ist noch einer. Oh, spawnt dann Gegner aus einem Pilz... Pilzkopf, wollte ich schon sagen. Fuse Cutter, was war das? Ah, ich glaube, Bomben können wir da nichts mehr anhaben. So war das, irgendwie so war das. Ja, nehme ich doch glatt. Blarrr. Laser. Okay, sehr schön. Ja gut, jetzt hätte ich natürlich nochmal das Trinket holen können. Aber ich wollte sagen, wirklich viele Scheißhaufen hat es normalerweise in dieser Ebene nicht mehr. Nein. Nein. Gut. Danke, Bombenfliege. Das hast du sehr, sehr gut gemacht. Da kriegst du irgendwann mal einen Keks für. Wobei, Fliegen essen ja wahrscheinlich keine Kekse. Wobei, wer isst keine Kekse? Jeder mag Kekse. Nicht vielleicht dieselben, aber Kekse mag doch jeder. In irgendeiner Form, Art und Weise. Okay. Alles gut. So. Nun, weiter im Text. Nein, 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 nicht schon wieder, nicht schon wieder. Nein, 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 nein. Ah! Ich hasse die. Mit diesen Home-Missiles, also mit diesen, die da halt zielsuchend sind. Die sind sowas von ätzend. Okay, wenigstens mal wieder ein halbes Herz. Bei so schlimm steht es auch gar nicht um unsere Gesundheit noch. Danke fürs Gespräch. Und wie gesagt, im äußersten Fall hätten wir immer noch... Ach, wir sind schon bei Mom! Hoppla! Oh. Ja, das ist... Ah, fuck it! Ja, wenn es so weitergeht... Ach, das ist ja meine! Ach, Gott sei Dank. Ach, Gott sei Dank. Okay, gut.
So viel dazu. So viel dazu. Ja, da haben wir doch ein paar Herzen verloren. Aber gut. Ah, ich habe wieder Schub nicht eingesetzt. Ah, ist doch immer dasselbe. Da müsst ihr jedes Mal rufen. Ready! Ich bin fertig. Lasst was loslegen. Okay, da ist ein Miniboss. Da unten ist der Boss. Ich werde mich schnurstracks... Und ich werde sogar den großen Raum hier überspringen. Ich bin so gemein, ja. Bin ich. Oh, what the fuck? Come on. Ich werde mich nämlich jetzt hier durchsprengen. Weil ich's kann. Gut, die Münzen hätte ich jetzt nicht mehr gebraucht. Genau, jetzt spreng ich mich nach unten. Ah, die Karte ist schon super. Dann habe ich hier zwar mal Gegner. Aber... ist jetzt nicht ganz so schlimm. Und... ah, okay, ja gut. In diesem großen Raum muss ich trotzdem. Schade. Wait. Ach, da ist er. Nein. Ja gut, wobei... ja komm, dann löst dich halt... ah! Ich wollte noch sagen, ist nicht so schlimm, aber... es hat gereicht, um Schaden zu kassieren. Dammit. Da wären wir beinahe zu schnell gewesen. Aber wie gesagt, wir laufen halt auch schon wahnsinnig schnell. Oh. Ja, dann machen wir es so. Danke. Oh, der Bettler. Nein! Ich glaube, ich muss gleich mal das Sun. Oh. Das bringt mir ja nichts. Oh, oh, ja, ich hoffe, das funktioniert. Ich hoffe, es funktioniert. Moment. Nee, nee, aber wenn dann schon zumindest halbwegs Gleber einsetzen, dann wenigstens in einem Raum, wo Gegner sind. Das Sun. Es hat funktioniert. Ach, Gott sei Dank. Ah, sieht die Welt schon wieder. Ah, come on. Echt jetzt? Ja, genau. Den brauchst du jetzt noch. Danke. Außerdem, warum mache ich das hier gerade? Ich kann eh keine Kohle mehr verwenden. Außer wir kommen nochmal in den Arcade Room. Aber auch dort bringt mir das meistens ja nichts mehr. Ja, da könnten wir vielleicht noch ein schönes Trinket bekommen. Schauen wir mal. Eine Karte. Ist natürlich auch nicht schlecht, nachdem wir Sun jetzt verwendet haben. Das Ding würde immer wieder Herzen mal rufen. Das Problem ist, es gibt keine Herzen. Das heißt, ich würde ständig... ah, shit, schade. Ich würde ständig Kohle kriegen. Das heißt, ich bleibe bei meinem Fuse Cutter. Und welche Karte? Ich glaube, beides ist mehr oder weniger dasselbe. So ziemlich. Okay, bleib ich bei The Devil. So, und dann zum Boss, zum ersten in dieser Ebene. Schauen wir mal. Mama Girl, oh fuck it. Mama Girl, die ist nix gut. Ja. Wow, what? Lass den Scheiß. Ah. Komm schon, komm schon. Oh Gott sei Dank. Das hätte viel, viel übler noch ausgehen können jetzt. Damage and Range Up, das ist gut. Weil die auch manchmal hier den ganzen Boden mit Stacheln füllt und das ist weniger angenehm. Sagen wir es mal so. Okay. Wenn wir es denn schaffen, letzte Ebene. Wo ist meine Karte? Oh nee, ich habe wieder... oh nee, fuck it. Die Karte ist weg. Also wird nicht angezeigt. Gut, andererseits... ey, das war doch jetzt beschiss. Andererseits kann ich jetzt natürlich Karte gleich völlig ausblenden, weil es egal ist. Ich sehe ja eh nicht. Ach, stimmt. Ah, ja, ich wollte gerade noch sagen, Moment mal, Fuse Cutter müsste er eigentlich... und genau das hat sie auch gemacht. Ja, sehr schön. Oh, Jesus. Moment, das ist eine Champion-Version. Fuck you! Fuck! Irgendwo, ich wollte gerade sagen, da ist wieder eine Bombe gefallen. Ja. Boss... wo könnte Moms Heart sein? Überall eigentlich. Und warum muss es jetzt hier schon wieder... ja. Okay. Ich muss da ein bisschen vorsichtiger sein, weil... komm, triff! Schade, 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 schade. Komm schon! Ja, jetzt! Komm! Nein! Oh!
Okay. Boah. Ach ja, schwarzes Herz bringt mir nix. Rein gar nix. Du hast mir das auch noch gefehlt. Oh, was? Habe ich die nicht mehr? Shit. Okay, jetzt aber. Oh Mann. Oh, the fool. Nee, die wollen wir nicht. Oh, no. No. Ah, ich wollte das. Oh Gott, so viele. Es sind so viele. Okay, erstmal andere Ecke. Wo ist denn die Bombenfliege? Ja, hallo. Du sollst auch mal was treffen. Nicht hier nur blöd rumfliegen. Okay, danke, Charm of the Vampire. Ja, jetzt brauchst du auch nicht mehr blöd rumfliegen, du Scheißding. Nee, ich mag dich. Das weißt du auch. Ist das eine Sackgasse? Ey, sag mir nicht. Ja, kein Scheiß. Fuck you. Das heißt, ich bin hier völlig auf dem Holzweg und völlig falsch. Das ist natürlich super. Nur, wo ist der richtige Weg? Ja. No. Ja, es war so klar. Oh, hä? Ach, das war. Ja, das war die Bombenfliege. Okay. Ich wollte noch sagen, jetzt reicht's. Ein Schlüssel. Auch wieder so komisch. Alter, das hat hier drei. Ja, wie viele große Räume hat's denn hier? 35.000 oder was? Ja. Wo rollt denn das Ding jetzt hin? Alter Schwede. Mom's Pearl, das würde mir Geld, mehr Geld, glaube ich, beschaffen, aber. Boah, nee, jetzt mal ernsthaft. Der, wie viel der große Raum in Folge ist das jetzt? Also, jetzt dürfte echt mal. Ne? Hätte ich nichts gegen, wenn es jetzt mal hier Schluss wäre. Irgendwo. Ach, hier. Eieieiei. Ja, nee, ich kann mir... Das gibt... Nee, jetzt ernsthaft, das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Aber da ist wenigstens der Bossraum. Alter Schwede, ich glaube, ich habe die Ebene noch nie mit so vielen großen Räumen gesehen. Irre. Total irre. Okay, wenigstens noch mal ein halbes Herz auffüllen können. Schade, das wäre auch ein Herz gewesen. Oh, Gott sei Dank. Okay. Dann gar nicht mehr lange rumlagern. Das hat ja richtig Schaden gemacht. Ach, die Bombenfliege hat getroffen. Super. Ach, Gott sei Dank. Okay. Ja, einmal mehr. Vom Glück geküsst, möchte man meinen. Was heißt möchte man meinen, ist tatsächlich so, denn ich gebe auch natürlich offen und ehrlich zu, ohne diesen Regenbogenhaufen, ohne The Sun, hätte ich diese Challenge jetzt nicht geschafft. Mm-mm. Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Von daher kann ich mich sehr, sehr glücklich schätzen. Ich bin sehr, sehr froh, dass eine weitere Challenge vorbei ist. Puh, Gott sei Dank. Ja, aber ich freue mich auch schon sehr auf die nächste, keine Frage. Auch wenn es immer sehr viel zu fluchen gibt, aber ja. Der Frust muss halt ab und zu raus, ne, Melanie? Okay, so. Dann wollen wir den Pokal einstreichen. Und guck mal, tatsächlich eine Errungenschaft. Das heißt, ich muss jetzt auch gar nicht nachgucken. Beim privaten Spielstand, das heißt, ich hatte diese Challenge noch gar nicht. Olé! Sehr schön, endlich mal wieder was im Let's Play. Auch zeigen können, was ich noch gar nicht hatte. Das ist natürlich fein. Das ist sehr fein. Okay, meine Lieben, das soll es gewesen sein. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß daran. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder dabei wärt. Und bis dahin wünsche ich euch wie immer einen schönen Tag, habt eine schöne Zeit, macht's gut und ciao, ciao!